Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail DuckTales. Wir sind mitten in Transsilvanien, haben gerade ein Leben verloren, haben jetzt nur noch zwei. Aber Dagobert ist zuversichtlich, wenn ich mir so angucke. Und wir haben ja auch schon zwei von drei Neffen. Und wenn wir den dritten noch bekommen sollten, dann, jo, haben wir es geschafft. Das letzte Mal habe ich hier halt ein bisschen rumgefällt, was ich mir jetzt sparen kann, weil die Särge sind bereits ausgeraubt. Also auch einfach runter mit uns, aber hier gucke ich noch rein. Und das lohnt sich. So, ganz tief im Keller, in den Katakomben von dem Schloss. Und hier sind ein paar Stacheln, deswegen werde ich einfach mal ganz flink hier mich weghopsen lassen. So, da. Moment mal. So. Kann ich auch oben drüber? Nein, leider nicht. Okay, dann müssen wir tapfer sein. Gegen uns. Ich finde das so geil. So, aber hier mal einen kleinen Abstecher. Okay, brauchen wir eigentlich gar nicht, aber egal. Ich liebe diesen Sound. So, der dritte Neffe wird wahrscheinlich am schwierigsten jetzt. So, und was hast du für ein Anhängsel? War ja klar, aber... Oh, ich hab's fast befürchtet, dass jetzt zwei von der Sorte kommen, von diesen unbesiegbaren Geistern. Oh, das... Hey, komm, wie hätte ich das machen sollen, mal ehrlich. So, noch einmal. Komm schon, wenn er erster kommt, dann... Yes! Not so tough without your army helmet, eh? Wait till the gang in Sing Sing finds out you were knocked flat by an old guy in his cane. thank you, lad. Yeah? Well, you better be careful where you go poking around, McDuck, or you's gonna have much bigger problems than me. So long! Now, what you suppose he meant by that? Ach, it doesn't matter. Quick, lad, see if there's a scrap of paper lying about. You mean like this one, Uncle Scrooge? Exactly. This is the last piece of the riddle. But what to do? That's what I'm about to find out. Quick, lad, go meet Webby and the others at the entrance. And all of you, stay put. Okay, wir haben sie zusammen und wo wir jetzt hin müssen, ist eh klar. Ich habe jetzt ja gesagt, ich will nicht alles sammeln, aber ich will schon das meiste aufdecken. Deswegen gehen wir jetzt natürlich weiter nach links. Ist ja wohl logisch. Und das lohnt sich, aber sowas von, hätte ich das nicht gemacht, wäre ich wohl verrückt. Ich will schon jedes Gebiet mir einmal angucken, so ist es ja nicht. So, warte mal, ich will... shit, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Das war dumm von mir. Hätte gedacht, das schafft er mit seinem Supersprung. Na gut, dann hauen wir halt ab. Jo, ich will mir alles angucken, sofern es mir möglich ist. Jetzt bin ich wieder hier. Warte, ist aber der Kartenrand zu, also viel war da anscheinend eh nimmer. Aber ich habe hier noch zwei unentdeckte Gänge, die gucken wir uns jetzt an. Sorry, wenn ich gerade oft auf die Karte klotze, aber das kennt ihr ja von mir. Egal. Was ist denn jetzt los? Habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf oder was? Egal. Wo gehe ich denn zuerst hin? Ja, ich muss erstmal in die Richtung, würde ich sagen. So. Oh, der nächste, bitte. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. So, gut. Lass mich einfach dran vorbei, mein Freund. Und jetzt nach oben und dann nicht nach rechts, sondern nach links. So. Und dann gibt's neues Gebiet hier. Oh, das ist ein bisschen blöd bei dem. Bei dem habe ich auch gerade ein bisschen Angst. Cool. Okay, danke schön. Genau das habe ich gebraucht. Auf einmal ist die Angst verschwunden. Beziehungsweise ich muss es ja natürlich fast schon wieder versauen. Okay, passt aber noch. Weiter geht's. Kann ja auch den da machen. Trick 17. Nichts mit ständig hopsen. So, da würde ich gerne rein. Deswegen bitte. Danke. Aha, dann lacht der alte Sack. So. Diese Ritter, an die erinnere ich mich auch noch, an dem Original. Deren Helm kann man, glaube ich, nicht? Oder doch von unten? Ah, also doch von unten. Ich dachte, früher ging das an den Helmen. Na gut, dann weiß ich es jetzt wieder besser. Yay, war doch gut, dass wir da abge...
abgepunkt sind. Au! Okay, der Helm kann Schaden machen. Schön, dass wir das auch wissen. Und den Helm kann man anschließend zerstören. Ob der was bringt, wenn man den zerstört? Ich bezweifle es irgendwie. So, holen wir uns erstmal die Kisten. Ein Eis. Mann, oh Mann, also dieser Eisverzehr in Entenhausen, das ist ja echt enorm. Aber bei dem Wetter kein Wunder. Bei dem Wetter, das fragt ihr euch jetzt vielleicht, hä, ist doch kalt. Ich nehme natürlich ein ganz klein bisschen Voraus auf. Wir haben jetzt gerade die 1. Septemberwoche, die jetzt gegen Ende doch nochmal richtig warm wurde. Hierzulande zumindest. Aber das soll die letzte warme Woche sein. Naja, so ist das halt. Irgendwann ist es wieder soweit und ich persönlich freue mich ja drauf. So, kann man da was machen? Das sieht so seltsam aus. Da geht es irgendwie noch weiter. Ach nee, das ist der andere Gang. Alles klar. Aber durch den Spiegel möchte ich jetzt nicht. Da oben geht es angeblich weiter. Scheint noch eins rüber. Hä? Soll es denn hier weitergehen? Nee, noch ein Stück. Hier jetzt? Ja, hier soll angeblich ein Gang nach oben gehen. Aber hier mal nicht. Da nicht, da nicht. Nö, hier ist nichts, Leute. Keine Ahnung, warum wir... Ah, ja, ne. Doch, Moment mal. Da war doch... Ich hab was. Da hüpft er doch eindeutig ein bisschen mehr. Jetzt muss ich doch da irgendwie abbiegen können oder so. Hä? Warte mal, vielleicht kannst du nochmal springen. Also, ne, so... Hier dotzt er nicht ab. Hier, da ist eine Stelle. Nach oben springen bringt auch nichts. Nach rechts bringt nichts. Nichts bringt nichts. Seltsam. Vielleicht ist das einfach nur ein Loch, wo man runterfallen kann. Das könnte natürlich sein. Dass es von unten gar nicht reingeht. Hm. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, ich will mir das Loch nochmal angucken. Also ohne, dass ich jetzt da dran stehe. Ja, jetzt sehe ich es ja gar nicht mehr. Hä? Da ist es, okay. Hm. Nee, gut. Ah, das ist jetzt sehr umständlich, da dran zu kommen. Da müsste ich wieder fast zum Anfang. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Und außerdem, wie komme ich denn zu meinem Masterspiegel überhaupt? Der ist ja angeblich laut Karte auch eingesperrt. Ach, das gucken wir uns mal alles an. Die Karte ist ja auch so ein Komfort, den es erst seit der Neuauflage gibt. Ich... Oh, ich sollte nicht auf meinen Timer gucken, während ich da rumrenne. Hier leben ja noch ein paar Gegner. Ich finde das natürlich ganz nett, dass sie eine Karte eingebaut haben, überhaupt. Für die, vor allem auch für Neulinge. Ich meine, so ein Spiel, wenn man das neu auflegt, sowas muss man ja natürlich auch ein bisschen einstiegsfreundlich machen. Nicht nur für die alten Hasen. Alte Hasen wiederum freuen sich darüber, dass es das in Schwierigkeitsgrad Extrem meines Wissens nach nicht gibt. Wenn ich, richtig bei Ravenite zugehört habe. Und ich weiß nicht, ob ich da wirklich rein wollte. Nein, eigentlich nicht. Kann ich nochmal zurück? Gott sei Dank. Weil wir wollen ja eigentlich weiter nach rechts durch den Geheimraum zu unserem Spiegel. Wir haben jetzt leider diesen Eingang nicht uns angeguckt, was mich ein bisschen ärgert. Aber ihr merkt es bestimmt, dieses Spiel hat so eine gewisse Lernkurve. Und wenn ich mir dann einbilde, ich glaube, ich kann das auf schwer schaffen, dann werde ich das auf schwer schaffen. Apropos, warum ist denn das angeschaltet? Das bleibt nur schön aus. Und ja, und wenn ich dann auf schwer nochmal Bock habe, das privat für mich zu spielen, wo ich dann eh konzentrierter bin und besser dann einfach drauf bin, dann könnte ich eventuell einen Bonuspart schnippeln mit den Dingen, die es halt in normal durchgegangen nicht gibt und die kleinen Episoden oder Passagen, die ich euch nicht gezeigt habe. Das könnte ich dann nachholen. Ich verspreche es an der Stelle mal nicht. Luck of the ducks. I solved the riddle. Aber in der Regel zeige ich euch ja gerne alles. Boys. I thought I told you to stay with Webby. They did stay with me, Uncle Scrooge. I'm right here. Oh, what a pretty mirror. Aye, lass. And if I'm right, using this spell will reveal the foul perpetrator behind all these shenanigans. Magic, I dispel. Ach, I should have known you'd be behind this.
Oh, Scrooge, my old friend. You wouldn't believe how much fun it is watching you run around making a fool of yourself. What? Oh, you really don't think you need ancient sorcery to find Coin of Lost Realm, do you? No, I had Beetle Boy's hide paper scraps to throw you off trail. Why, you sneaky, conniving... Please, save compliments for garden party. What garden party? The one I will throw in celebration when I get home with Lost Coin. So long, fools! Gee, she isn't very nice. You said it, Webby. All right, you kids stay here. I'm going to track down that witch and give her a piece of my mind. Oh, kämpfen wir wirklich jetzt gegen Gundel Gaugelei? Ich meine, das ist ja schon so eine richtige Erzrivalin von Dagobert. Ich habe sie immer sehr, sehr cool gefunden. In diesen ganzen Episoden, in denen sie auftrat. Natürlich nicht in jeder, aber auch in den Filmen. So, und wir haben es noch nicht geschafft. Nichts mit Boss hier. Wir sind in der Final Stage. Oh, okay, aber der Boss ist relativ nah. Ich sollte langsam machen, aber langsam ist relativ, wenn hier... Ach, warte mal, den überspringe ich. Muss ein bisschen was mitnehmen, aber ich hoffe natürlich mehr auf Heilung. Ah, den kann ich... Oh. Okay, den kann ich leicht... ignorieren. Vielleicht ist er auch einfach nur stockimmun und man könnte diese blöden Geister mit diesen Steinen theoretisch damagen. So, egal. Ich habe meine Heilung bekommen und jetzt geht's zum Boss. Scrooge, why must you always meddle? That coin is mine. Das wollen wir ja mal sehen. Gundel Gaugelei. Wow! Okay, erstmal checken, was die alles macht, aber ich habe halt nicht mehr viel Leben. Okay. Ah ja, aber cool, hier kann man Eis bekommen. Und wenn die Strahlen noch so dünn sind, ist es nicht ganz so schlimm, alles klar. Jetzt richtiger Spiegel treffen, heißt es wohl. Aber nicht sich von den Falschen treffen lassen, oder? Warte mal, das sollte sich mal zu mir drehen. Au! Ja, genau das habe ich befürchtet. Komm. Yes, hab dich. Über eine Mille Geld übrigens. In der Gestalt kenne ich sie noch. So war die auch im Original unterwegs, bilde ich mir ein. Na, egal. Wow. Zufällig ausgewichen, finde ich toll. Ja, warum springe ich nicht auf sie? Egal, mach's halt jetzt. Wow. Ach, kann man sich auch ducken an der Stelle? Cool. Na ja, gut, jetzt steht sie wieder. Hey, was hätte ich... Oh nein. Oh. Das war fies. Ich hätte schneller springen müssen. Mir wird heiß. Ah, das ist nicht so einfach. Ja. Puh, das blöde Eis hat mir gerade den Allerwertesten gerettet. Nein, ich muss sie treffen. Ja, ich habe sie getroffen. Schnell drauf. Yes. So, was jetzt? Wieder. Okay. Komm mal ein bisschen runter, du Geier. Bams. Oh, die muss man echt oft treffen. Wisst ihr das? Bams. Wieder auf der Seite? Nein, jetzt kommt wieder das, was ich nicht so gut kann. Das geht ja noch, aber das andere ist gemein. Genau das. Nein, ich will nicht. Ich hätte einfach... Okay, ich hab's kapiert. Aber mein letztes Leben. Na toll. Ich hab gedacht, ich hab's kapiert. Scheiße. Okay. Da muss ich einfach cool bleiben und nicht meinen Supersprung machen, sondern... einfach auf der Plattform stehen bleiben, damit sie nicht kaputt geht. Aber ich habe leider gesehen, dass die dann... Oh, toll. Ich habe leider gesehen, dass die auch dann runterrütteln, was mir also auch lange nichts bringt. Nicht so einfach, der Kampf, glaube ich. So, da muss ich wieder den richtigen treffen. Hab dich. Komm. Bams. Was machen wir nun? Ach ja. Jetzt ist sie wieder in Geierstimmung. Bams. Okay, das haben wir schön gemacht. Und jetzt wird es wieder gemein, glaube ich. Nö, diesmal haben wir es gut gemacht, aber leider habe ich... Es gibt immer eine, wo eine Kiste wird und wenn ich rein... Wenn ich rein zufällig da drauf sein sollte, gäbe es halt ein Eis, so wie jetzt. Sehr gut.
Bams! Hahaha, Miststück. Komm her, ich will dich haben. Ah, das war schlecht. Das war leider schlecht. Geier-Mode. Der hat ja echt viele Phasen. Oh nein! Schade. Schade, mal wieder verreckt. Aber ist irgendwie klassisch, dass ich beim Boss einfach zwei Anläufe brauche. Ich würde vorschlagen, ich werde das jetzt natürlich wieder offline ein bisschen vorbereiten. Aber ich möchte euch diesen einen Gang, den wir noch nicht erkundet haben, jetzt auch nicht vorenthalten. Den werde ich mitnehmen, werde ich mitschneiden, damit wir alles gesehen haben. Und dann hoffentlich mit ein bisschen mehr Leben dann beim ach so tollen Boss. Ja, der Part ist noch zu kurz, da wird noch was draufgelegt. Also ich sag dann einfach mal, ich mache eine Pause, aber für euch sage ich mal, bis gleich. Und da bin ich wieder, es geht weiter mit DuckTales. Wir sind noch mitten in einem Part, ich habe aber eine Woche Pause gemacht. Muss mich erst mal wieder einfinden, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Ich möchte euch natürlich diesen einen nicht entdeckten Gang noch zeigen. Ich habe aber noch was entdeckt. Ja, Leute mit einem gewissen Kuckerschen sehen es eh schon, was anders ist. Ich habe hier einen Geheimgang gefunden und hier war eine fette Kiste. Die habe ich schon aufgemacht jetzt. Und das Resultat seht ihr oben links. Ich habe einen Herzcontainer, ein vierter Herzcontainer. Ich glaube, das wird mir das Leben unglaublich einfacher machen bei der Gungelgaugelei. Und ja, ich würde sagen, ich schalte euch jetzt nochmal weg. Wenn ich was Neues finde, dann dann schalte ich euch wieder rein. Und ansonsten sehen wir uns in dem neuen Gang oder eben wieder beim Boss, je nachdem. Also, bis gleich. Jo, Freunde, und da bin ich nun an der Stelle in dieser zweiten Reihe, wo wir aus welchem Grund auch immer nicht nach rechts weitergegangen sind. Ja, vermutlich wollte ich wissen... Ja, genau, es war doch so, oder? Ich wollte wissen, wie es da unten weitergeht, dann kam ich nicht mehr zurück. Diesmal werden wir aber den Weg nach Frieda weitergehen. Oh, was haben wir da für ein Kamerad? Ja, ja, hier ist es aber ungemütlich. Aber auf der Ritterrüstung bin ich relativ sicher. Wie komme ich denn an meinen... wie komme ich denn... an diese Kisten da oben ran. In der Luft kann ich ja nichts machen, außer unser altbekanntes Gehopse. Gut, ich könnte mal den Helm wegschlagen. Das nicht geht, okay. Oh, sind das nervige Piepmetze da. Ah, so geht das. Aber trotzdem erklärt sich das dann trotzdem noch nicht so ganz, wie ich an die oberen Teile da komme. Dran springen oder? Hä? Wieso kann ich jetzt... kann ich nicht mehr meinen Sprung machen? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich müsste... Ah, doch, warte mal. Vielleicht muss ich mir die Nervensägen da irgendwie zunutze machen, wenn ich sie mal treffen würde. Und jetzt das Ding da... Ah! Alles klar. Okay, aber das erfordert eine gewisse... Opferbereitschaft. Bis ich da mal was richte. Auch Menno. Da muss man ja wirklich ganz genau treffen. Also wenn ich mir das jetzt zur Aufgabe mache, sehe ich ziemlich alt aus, glaube ich. Ah, eins habe ich. Oh, geil, okay. Aber der hier... Nein, bleib hier! Ah, dass die immer so schnell verschwinden müssen, die Items. Na gut, das ist halt auch klassisch. Ah, der wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, den muss ich relativ... Na, das ist zu weit rechts. Ich muss ihn ungefähr hier killen. Hier an der Stelle, aber... Ich muss ja auch noch Platz finden, um an bei der Rüstung... Nein, das ist zu früh. Kann er trotzdem zerstören. Dann nervt er mich wenigstens nicht. Ungefähr hier muss ich ihn treffen. Das sieht gut aus. So, ah, jetzt komme ich auch da nicht rein. Verdammt. Was ist das? Ah. Das heißt, ich muss ihn hier wo treffen. Ansonsten. So, also wenn das jetzt nicht klappt. Aha. Oh, mein Schatz. Hör doch mal auf, mich zu nerven. So, auf der anderen Seite war sowas auch nochmal. Jetzt habe ich den Ehrgeiz, mir die Dinger zu holen. Bam, so, den müsste man so bekommen. Jawohl. Ja, der war ein bisschen zu weit links. Ich brauche ja noch Platz, um da rein zu pushen. Okay, komm. Ungefähr hier. Ungefähr hier, wo ich hüpfe. Nein, schlechtes Timing. Das hätte eigentlich gepasst. Jetzt. Nein! Pass ich rein? Nein! Ein kleines, keine Ahnung. Na ja, gut, so geht's auch. Nein, Quatsch, er ist ja noch nicht tot. Oh, ist das anstrengend, ey. Oder ich muss einfach gezielt warten, genau.
nicht die ganze Zeit wie blöd rumdopsen, sondern dann auch mal eine Pause einlegen und dann im richtigen Moment abspringen. So ist das eigentlich gedacht. Naja. Ich fühle mich irgendwie tausendmal sicherer jetzt mit meinem vierten Herz. Ich denke, das kann es echt rausreißen. Ich habe leider ein Leben verloren. Au. Bei der Minenfahrt, wie ihr seht, weil ich war ja bei Frieda, die mir ein extra Leben beschafft hat. Oh, Mann, hier doch. Ich will einen Sprung machen. Das geht ja gar nicht. Ach ja, da ist die Stelle, wo ich mich das letzte Mal so gewundert habe. Toll. Wie komme ich jetzt hier dran vorbei? Das ist jetzt... Leute, ich muss doch... Ach nee, muss ich doch nicht einmal. In der Reihe war ich ja schon mal. Dann gehe ich mal in die Richtung, mein Gott. Okay, das war doch früher nicht... Au, au! Ja, deswegen war es kein Problem. Alles klar, danke. Sehr nett von euch. Wie wär's mit einem Kuchen? Okay, ein Eis tut's auch. Dann komm, ich will trotzdem wissen, was du hast. Ja, schnell weg! Alles klar. Ich könnte dich jetzt wahrscheinlich auch irgendwo randotzen, aber... Bringt nichts. Ja gut, das haben wir schon mal gemacht. Das habt ihr schon mal gesehen. Ich werde jetzt zu meinem Boss gehen, damit wir... in diesem Part eventuell das Ganze noch abschließen können, wenn ich denn gut genug bin. Ich bin gespannt. Und wo bin ich jetzt? Ja, ich muss ja noch in den Keller und so, und das kennt ihr ja alles schon. Deswegen würde ich sagen, bis gleich beim Boss. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Es geht weiter. Ich habe euch schon ein bisschen früher eingeschaltet. Wir sind gleich da. Hab alles erledigt. Die Typen da, die ich sonst immer mit meinem Sprung fertig gemacht habe, man kann die auch so machen. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ich meine, ist ja auch eine Möglichkeit, ne? So, aber jetzt ab zum großen Spiegel. Die Neffen sind natürlich wieder gerettet. Wir überspringen das Ganze. Und, ja, ab mit uns. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück. Warte mal, gibt es vielleicht hier noch irgendwo was Leckeres für mich? Ja. Wie ihr seht, ich war fleißig. Ich habe sogar zweimal die Minenfahrt diesmal gemacht beim Nachspielen. Ich denke, ja, ihr nehmt mir das hoffentlich nicht übel, dass ich das rauscutte, aber wenn ich jetzt, stell euch mal vor, ich sterbe noch zwei, dreimal bei der guten Gaukelei da, dann würdet ihr das auch nicht begrüßen da ständig. Ach. Das immer und immer wieder sehen zu müssen, denke ich doch mal. Diese Geister gehen mir gehörig auf den Gekse. Ah. Das Ausweichen macht keinen Spaß bei denen. Nein! Ach, Mann, ich komme noch nicht mal zu ihr, wenn das so weitergeht. Das gibt's ja wohl nicht! Pünktlich zum Fail eingeschaltet hier. Och, nö, Mann. Ich will euch töten können. Ich finde das total Panne. Warum kann die nicht töten? Unzerstörbare Gegner sind ein Unding, Leute. Holen wir uns. Wir haben das, das letzte Mal auch ganz gut hingekriegt. Ja, das war jetzt wieder Schwachsinn. Ich versuche gerade schon schnell durchzukommen. Ach, das Tier war dann auch so automatisch so ein bisschen runterschwenken. Egal. Toll! Toll! 1,5 Leben! Ich fühle mich irgendwie überhaupt nicht super. Ah, egal. Ich muss ja jetzt wieder ein bisschen reinfrieren. Hab ja schon lange nicht mehr. Okay, das war eigentlich schön, aber auch nur eigentlich. Oh ja, das ist das Spielchen. Ja, genau. Komm doch einfach mal her. Oh. Immer war gar keine Kiste dabei, kann das sein? Bitteschön. Immer schön aufs Köpfchen. Und auf das Köpfchen. Jetzt ist er wieder unser Geier. Gar nicht so nette Geier. Aber im Grunde ist er einfach. Ich muss nur... Oh. Okay, da hatte ich nochmal Glück. Ja, das lief schön. So, und jetzt muss ich mich aber an den Stellen einfach ein bisschen besser anstellen. Vor allem, wenn es zu diesen Plattformen kommt. Oh. Oh! Heiß! Heiß! Heute gibt's keine gebratene Ente, bitte! Okay, das war gut. So langsam habe ich den Dreh raus. Okay, okay. Wo, hä? Ja, was machst du für ein Shit? Egal, ich hab dich. Bams. So, Geier-Mode. Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Oh, ah, jetzt hat sie voll getroffen. Shit. Nur noch ein Leben. Dabei läuft es so schön ansonsten. Das ist eigentlich einfach. Was stelle ich mich da so an? Und das war knapp. Heiß, heiß. Ah, okay, letztes Leben. Aber vier Herze. Vier Herze jetzt. Jetzt mache ich...
Okay, cool. Cool, nein! Ah, gut, hätte mir eh nichts gebracht, bin ja voll. Okay, alles klar. Und ruf. Auf zu lachen, du alte Schrulle, du. Jetzt bist du mal auf der Seite, das soll mir auch recht sein. Kriegst trotzdem eine Kopfnuss. So, alles klar, Geierchen. Wer wird siegen? Muss ich diesen Dungeon nochmal komplett machen? Oder wird es das gewesen sein? Oh. Nein! Shit, das war zu spät. Na gut, kriegt es halt so nochmal. Ich darf mich da nicht so aus dem Konzept bringen lassen, wenn sie das macht. Einfach ganz seicht drüber springen und gut ist. Aber ich bin bei Bossen immer so aufgeregt. So. Okay, jetzt mit Kiste. Nein! Oh Mann! Hot! Auf zu lachen. Oh nein! Das war Leichtsinn. Das war purer Leichtsinn. Hab dich. Und drauf. Und jetzt ihr. Ach ne, jetzt kommt erst der Geier-Mode, ja. Jetzt muss ich mal aufpassen, wenn sie ihre Attacke da macht. Einfach drüber springen, genau. Und jetzt ganz gemütlich zu ihr hin. Bams. Ist doch gar nicht so schwer. So, und jetzt? Eine Kiste wäre jetzt super. Aber nee, kommt leider nicht. Da hinten wäre eine. Naja, die kriege ich nicht mehr. Hat da natürlich auch ein bisschen mit Glück zu tun. Okay, 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 Madame. Schnabel. Und stups. Und jetzt Geier-Mode. Zwei Herze, komm, das ist noch alles im schaffbaren Bereich hier. So, überspringen. Lups. Und Löhle. Rust is inferior mirror and beam spells. It's the last time I shop for spell ingredients at discount store. You haven't seen Rust of Magic and Dispel. You may have Coin of Lost Realm, but your number one dime will soon be mine. Oh, geil. Wir haben es geschafft, Freunde. Level abgeschlossen. Schön. Das wurde nochmal richtig knapp. Aber wir haben es gemeistert. Und der Part ist schön fett geworden. So muss das sein. Dann haben wir ja das nächste Mal ein ganz frisches Level vor uns. Aber erstmal wird abgerechnet hier. Ach, schön. Da genießen wir förmlich, wie die Dollar in uns reinbrasseln. Schwierigkeitsgrad-Modifikator kommt noch hinzu. Schön. Ja, das lässt sich zeigen. Aber das kann man. It's hard to say, lad. Folks like her have a way of popping up at the most inconvenient moments. Well, when it comes to Magicka, there's no such thing as a convenient moment. Too true, Louis. Now then, where to next, lads? Ja, wohin geht es als nächstes? Wir werden ganz brav die Liste weitermachen, haben natürlich die Trophäe erreicht. Und das nächste Mal geht es ab in die afrikanischen Minen. Freut euch schon mal drauf. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play DuckTales.